So, willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir machen heute eine reine Push-Session mit der Sabrina und würde sagen, wir fangen auch direkt an. Erste Übung ist seitdem. Feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the way. Wir machen das Ganze pausiert oben, um schön die Side Delts in der verkürzten Position zu hitten. Davon 3 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen. Schön kontrolliert. Schultern vor der Session erstmal vorermüden. Also das Seitheben dient jetzt so ein bisschen als Warm-up auch für den Schultergürtel. Jetzt geht es an die richtigen Push-Movements. Vorher holen wir uns auf jeden Fall noch mal kurz was zu trinken. Also würde ich sagen, let's go. Hi. wir starten jetzt mit Incline und ich fange an, weil ich habe Baby Weights. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my... Nachdem Sabrina hier ihr Warm-up mit minus 10 Kilo gemacht hat, fange ich jetzt mal hier mein Warm-up an mit 80 Kilo. Insgesamt, also 40 pro Seite. So, nächstes Warm-up-Gewicht für mich sind dann 100 Kilo. Das sind schon 60 mehr als Sabrina. So, davon mache ich jetzt 4 Wiederholungen. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. So, jetzt 120. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmare. So, und Arbeitsgewicht sind dann 132,5. Also, haben wir noch 5er. Und 1,25 brauchen wir auch gleich noch. Ups. Ich hole das mal kurz. 72,5 Kilo mehr als Sabrina. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit den Arbeitssätzen. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Und die nächste Übung, die wir jetzt machen, ist Spoto Press. Praktisch pausiertes Bankdrücken, nur dass wir hier nochmal ein ganzes Stück über der Brust pausieren. Was ist der Sinn des Ganzen? Wir möchten hier möglichst die schwächste Position im Bankdrücken stärken, indem wir gezielt in diese schwache Position reingehen, also in die Dehnung, dort das Gewicht kurz halten und dann wieder in die Konzentrik gehen. Wir brauchen deutlich weniger Arbeitsgewicht, haben einen deutlich besseren Reiz bei verhältnismäßig geringer Gesamtermüdung und das ist eigentlich perfekt. Ich mache jetzt 87,5 im ersten Satz, dann kommt gleich wieder Sabrina, die macht 40, genauso wie bei der Incline Press und ich würde sagen, wir starten jetzt. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.
fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Wieso? Achso. Ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, dass ich bei der Incline Press 50 Kilo hatte und nicht 40, ne? Nur noch mal so. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Komm. Komm, gut. Then it's your chance to be ruthless. Ja, ne? Ich hab auch gar nichts gemacht, hab nicht mal angefasst. So, welche Übung machen wir jetzt? Hallo. Welche Übung machen wir jetzt? Wir machen jetzt Fleiß am Kabel. Perfekt. So, Sabrina hat es euch ja schon gesagt, wir machen jetzt als nächstes Cable-Fleiß hier im Sitzen. Wir versuchen bei dieser Übung so ein bisschen so einen leichten, drückenden Akzent mit reinzubringen, indem wir uns vorstellen, dass wir den Oberarm in die Brust reindrücken. Und dadurch haben wir so eine Mischung aus Press und Fly-Movement. Fühlt sich extrem gut an und schaut es euch einfach an jetzt. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite. Wachstum oder Abriss? Wir entscheiden uns für Abriss. Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Wir haben gerade noch seither mit Kurzhanteln gemacht, nochmal drei Sätze, 30 bis 40 Wiederholungen insgesamt in jedem Satz. Das nochmal ergänzend zum Seitheben einer Maschine, wo ja wirklich sehr kontrolliert gearbeitet wird oder wir sehr kontrolliert arbeiten, eher gesagt. Und hier einfach nochmal so ein bisschen Schwung, zwar auch leichtes Gewicht aufgrund des hohen Wiederholungsbereiches, aber schön nochmal draufballern hier auf die Seite, damit die auch hier auf Pump sind. Hat auf jeden Fall gut gebrannt und jetzt geht es auch direkt weiter. Jetzt machen wir nämlich für den Trizeps Dips, die gehen natürlich dann aber auch wieder ein bisschen mit auf die Chest und auch auf die vordere Schulter, sodass wir von vorne jetzt nochmal alles aktivieren, um einen richtig schönen Look zu bekommen. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Wie viele Wiederholungen Dips hast du eigentlich geschafft? Ja, 10. Läuft. Don't want a life that is complacent or possibly boring. Just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. So,
bei den Katana Extension könnt ihr euch eine Position suchen, bei der ihr die größte Dehnung im Trizeps, also im Langkorb des Trizeps spürt. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass das eine gute Ausgangssituation ist. Ihr könnt natürlich auch in der Dehnung zusätzlich nochmal ein bisschen pausieren, das verstärkt nochmal den Reiz. Ist nochmal ein ganz guter Abschluss, ergänzend zu den Dips. Und jetzt ist die Session auch durch. So Leute, das war unsere Push-Session. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie war's? Richtig scheiße. Nein, war okay. War gut. Ich denke, es war anstrengend. Bei den Dips war Feierabend. Aber gut, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet aus der Einheit. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo und ein Like. Und wir sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Und ja, tschüss.